Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Mittwochs bei Lumelowu. Wir haben Mittwoch und es ist 8.20 Uhr, ich düse auf die Arbeit und die Sonne scheint. Ab heute soll es schön werden bis zum Ende der Woche und dann gucken wir mal. Aber es tut einfach so unwahrscheinlich gut, wenn man aufsteht und die Sonne scheint und es nicht so dunkel und trist und grau ist oder regnet oder so. Ist man gleich viel, viel, viel fröhlicher. Ja, ich arbeite jetzt bis 12.30 Uhr. Danach muss ich ins Orthopädie-Geschäft, weil meine Einlagen fertig sind. Bei diesem Orthopädenbesuch, wo ich ja eigentlich wegen meinem Schwindel war, habe ich mal angesprochen, dass mir die große Zehe so wehtut. Ich bin echt so ein Ersatzteillager. Und ja, jetzt habe ich so einen Hallux Valgus beginnend. Also es ist noch nicht schlimm, aber er hat gesagt, ich soll gleich was machen. Und kriege so Einlagen für die Schuhe, für die Arbeit erstmal, weil ich da ja schon sehr viel stehe. Voll lustig, ey. Geht mal wegen was hin und kommt mit was anderem noch zusätzlich obendrauf wieder heim. Naja, jedenfalls muss ich die holen. Und meine Arbeitsschuhe darf ich heute nicht vergessen in meine Tasche zu schmeißen, wenn ich Feierabend habe, weil die brauche ich. Die passt ja dann halt auch meinen Arbeitsschuhen an. Also ich habe halt so, ja, Turnschuhe auf Arbeit, also so leichte Turnschuhe. Ihr wisst ja, ich bin nicht so der Turnschuh-Freak, aber für die Arbeit habe ich schon Turnschuhe an. Und genau, ansonsten glaube ich, wird heute wirklich nichts Aufregendes passieren. Also an alle da draußen, die immer motzen, dass bei uns nichts los ist. Ja, das stimmt, weil es ist ja einfach nur unser Alltag und die Kamera läuft nebenbei. Ich denke schon, dass ich heute mit Luna irgendwie versuche, das gute Wetter auszunutzen. Nichtsdestotrotz ist natürlich zu Hause ein bisschen was zu machen. Ich hoffe ja mal, dass Flo heute die Muse hat, seinen jetzt fertigen Harry Potter Raum wieder einzuräumen. Also zumindest so, wie er vorher war, weil das ganze Büro ja voller Zeug steht. Und genau, ansonsten haushaltstechnisch muss ich eigentlich nicht viel machen. Der Flo macht ja nochmal Almasee die Woche. Von daher haben wir gestern nur Brotzeit gemacht, die Luna und ich, an meinem langen Arbeitstag. Da musste ich schon nichts kochen. Heute werde ich aber was kochen, da weiß ich auch noch nicht genau was. Vielleicht Fischfilet mit Kartoffelbrei, weil Luna morgen nämlich im Kindergarten wieder was von zu Hause zum Mittagessen mitnimmt. Da habe ich das Essen für morgen gestrichen, weil mir die zwei Gerichte, die ich zur Wahl hatte, nicht für sie gepasst haben. Das ist sie sowieso nicht und da sehe ich es halt auch nicht ein, 3 Euro zu bezahlen für die Mahlzeit. Genau, ja, ansonsten halte ich jetzt mal die Klappe, kein Steffgelaber. Und alles, was heute passiert, seht ihr natürlich in diesem Video. Und dabei wünsche ich euch wie immer ganz viel Spaß. Schaut euch mal diesen kleinen Quatschkopf hier an. Aber den habe ich noch nicht vergessen. Nö, nee, hast du schon gegessen. Hast du deine ganzen Himbeeren schon aufgefuttert? Was gab's denn heute im Kindergarten zu essen? Brei. Hm? Was? Brei und Soße. Brei und Soße? Mhm. Und es war nicht gut? Nein, Suppe. Suppe gab's? Mhm. Und was noch? Hab ich dir doch jetzt gezählt. Nee, aber ich möchte, dass du es mir mal richtig erzählst. Brei. Brei. Ich guck mal auf die Liste, ob das stimmt. Und hat es geschmeckt? Weil du so einen Hunger hast. So, zu Hause, das Kind schon abgeholt. Luna wollte jetzt, sie ist reingekommen und hat gesagt, Mama, ich will Musik hören. Und nicht über die Siri, sondern über den Fernseher. Also darf sie jetzt so Kinderlieder auf YouTube schauen. Das ist und bleibt einfach eine Singmaus, dieses Kind. Und ich bobbel ein bisschen in der Küche rum. Ja, Spülmaschine und so weiter. Und dann will ich gleich das Essen für später vorbereiten. Wir essen ja heute wieder ohne unseren geliebten Papa. Heute gibt es Fischfilet. Also so Schlemmerfilet habe ich noch im Tiefkühler und wir haben Kartoffeln, die unbedingt weg müssen. Und da bastel ich uns dann einen Kartoffelbrei draus und so ein Schlemmerfilet. Und tue dann gleich was auf Seite, denn morgen habe ich Lunas Essen gestrichen, habe ich heute früher schon erzählt. Weil morgen hätte es ein paniertes Putenschnitzel mit Salat gegeben, weil mein Kind ja Salat so gerne mag.
Oder Lauchauflauf mit Kartoffeln und Salat. Auch das weiß ich, würde sie nicht essen. Und somit spare ich mir dann eben die 3 Euro und koche heute selber. Und heute gab es Fleischküchle mit Kartoffeln und Mischgemüse. Oder Grießbrei mit Kompott. Kann natürlich sein, dass sie gesagt hat, sie will Grießbrei. Man muss zwar ankreuzen, was die Kinder haben wollen oder was man halt auswählt für seine Kinder. Wenn die Luna jetzt aber im Kindergarten steht und sagt, ich will das nicht, ich will lieber auch Grießbrei oder so, weil alle anderen Homies auch Grießbrei essen, dann sagen die nicht, nö, weil deine Mama hat für dich das und das gebucht, sondern die kriegt dann schon Grießbrei. Eigentlich ein Schmand an dieses Auswählen. Aber ja, gut. Aber anscheinend hat sie Hunger, weil die hat jetzt wirklich schon die ganze Schale Himbeeren wieder aufgefuttert. So, jetzt schäle ich meine Kartoffeln. Ich habe euch doch erzählt, wegen dem Faschingskostüm im Kindergarten und dass ja wir Muris, die mitlaufen, sollen sich halt quasi passend zum Kind anziehen. Und ich hatte doch gehofft, dass ich als Cruella de Vil gehen kann. Und Luna ein kleiner süßer Dalmatiner ist, ne? Und dann hat mir ja die Kindergärtnerin schon gesagt, dass die Kinder aussuchen dürfen und die Kinder haben jetzt gewählt. Wisst ihr, als was ich jetzt gehe? Als Ladybug. Ja, also es ist wohl auch von Disney, das wusste ich gar nicht. Miraculous. Und die Kinder dürften dann wählen. Und die Mädels, denke ich, machen halt jetzt Ladybug und die Jungs machen Cat Noir. Oder wer als Mädchen Bock auf Cat Noir hat oder wer als Jungs Bock auf Ladybug hat, kann das natürlich auch machen. Und ja, es gibt ja eigentlich nur diese zwei Hauptcharaktere. Also hat sich Moody bei Amazon eben auch ein Ladybug overall bestellt, mit so einer blauen Perücke ist da dabei und diese Maske und sowas halt, also seid gespannt. Faschingsdienstag ist bei uns der Umzug. Wer mir auf Insti folgt, wird sicherlich ein Bildchen davon sehen, wie ich dann aussehe als Ladybug. Ach, aber irgendwie, ich weiß auch nicht, ich habe so, weil der Flo hat gesagt, ah, das ist doch auch ein cooles Kostüm, das sieht bestimmt dann die auch mega aus. Aber, Cruella de Vil wäre schon mega geil gewesen. Aber naja, die Kinder haben angeblich gewählt. Und der Kindergarten geht als Miraculous. Letztes Jahr war man ja eine Unterwasserwelt. Und da ist natürlich das Spektrum an dem, was du machen kannst, größer. Sprich, da war ich ja eine Meerjungfrau. Aber jetzt halt mit Miraculous gibt es halt doch irgendwie nur diese zwei Charaktere, also diese Hauptcharaktere. Von daher sind wir wahrscheinlich ganz viele Ladybugs, ne? Und zum Thema Urlaub, die Faschingswoche ist dann echt mein vorerst letzter Urlaub quasi. Also ich muss dann von März bis Mitte Juli durcharbeiten, bevor es dann für uns in den Sommerurlaub geht. Und auch wer mir da wieder nicht auf Instagram folgt, ich sag's euch, es lohnt sich immer wieder, sich anzumelden und eurer Lumello-Wu-Bande zu folgen. Wir haben ja Urlaub gebucht. Bei Flo fällt jetzt doch überraschenderweise ein Festival aus, wo die jetzt doch nicht spielen. Somit können wir in Urlaub fahren. Also wir haben dann quasi 3 Wochen Familienurlaub und davon fahren wir, ich meine, 16 Tage wieder zu unserem Wohnwagen. Und es war ja, hat ja eigentlich so ausgesehen, als könnten wir 2019 gar nicht zum Wohnwagen fahren. Und da waren wir irgendwie schon ein bisschen traurig, weil die Konzerte von Flo dieses Jahr eben, naja, ein bisschen blöd fallen, was so die Familie betrifft. Oder halt eben gerade auch so Urlaubsplanung. Und ihr kennt mich ja. Unter 14 Tagen gehe ich nicht in den Urlaub. Ich brauche mir gar nicht ankommen mit so 10 Tage oder so. Das backe ich einfach nicht. Mir sind 14 eigentlich schon immer zu kurz. Weil ich da halt wirklich meinen Akku fürs ganze Jahr auftanke. Und ja, jetzt können wir doch zum Wohnwagen fahren. Und wir fahren dieses Jahr auch wieder nach Kroatien. Klar, weil der steht ja da fest. Und den kann man auch in Kroatien selber nicht mehr bewegen, sage ich jetzt mal. Nur noch so ein paar Meter von dem Caravan-Depot bis zu den Campingplätzen. Aber unser Caravan-Depot ist ja quasi mittig zu 2 Campingplätzen. Und letztes Jahr waren wir ja auf dem Textil-Campingplatz. Und dieses Jahr gehen wir auf den FKK-Campingplatz. Oh! Ich weiß, dass viele das nicht verstehen können und auch sagen, was ich persönlich aber ja völligen Schwachsinn finde, wie man mit einem Kind auf einen FKK-Campingplatz gehen kann. Das
zwecks ja, so pädophiler Menschen und so weiter. Aber ich glaube, dass gerade auf solchen Campingplätzen extrem drauf geachtet wird. Also ich weiß es auch aus Erzählungen von Flo's Eltern zum Beispiel, die gehen ja auch immer auf einen FKK-Campingplatz. Oder auch von anderen, dass wenn da ein Mann ganz alleine irgendwie so am Campingplatz rumläuft und irgendwie komisch vorkommt, also die haben schon so ihre Leute im Auge. Und ich glaube jetzt, also ich weiß es nicht, ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Und ich meine, böse Menschen gibt es immer, auch in euren städtischen Freibädern gibt es bestimmt den einen oder anderen Pädophilen, der die Kinder anglotzen will. Ich glaube nicht, dass da extra jemand deswegen nach Kroatien auf einen FKK-Campingplatz fährt. Also wie gesagt, es ist Ansichtssache, das muss jeder selber wissen, aber Flo und ich haben da absolut kein schlechtes Gewissen. Aber es wird natürlich den Nachteil haben, dass ihr wahrscheinlich keine Urlaubsvlogs von uns zu sehen bekommt. Außer wir machen mal irgendeinen Ausflug oder so, wo wir dann doch angezogen rumrennen. Aber ja, auf einem FKK-Campingplatz in einem FKK-Urlaub und das Ganze dann noch auf YouTube stellen, glaube, das wäre etwas schlecht. Das wäre dann zu viel Privatsphäre und ich glaube, ich würde auch einen Strike von YouTube bekommen für mein Nacktvideo. Wenn, dann müsste ich es wahrscheinlich bei YouPorn hochladen. Aber das machen andere, nicht ich. Ihr wisst ja, wir haben einen 40 Jahre alten Wohnwagen und wir hoffen natürlich, dass er auch den Winter in Kroatien gut übersteht. Als allererstes werden meine Eltern dorthin fahren, dann mein Bruder und wir sind die Letzten. Und ich meine, wenn meine Eltern dort sind und sagen, es ist alles I.O., dann ist da auch alles I.O. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall tierisch auf unsere Kroatien-Urlaub. Jetzt kommt der Papi gleich heim. Dann werde ich erstmal ein bisschen mit dem Papi knutschen. Und ich nicht. Du nicht? Mhm. Wieso nicht? Die Luna und ihre Pferdeliebe. Wieso hast du schon wieder nur einen Socken an? Weil ich gut reiten kann. Ach, dass du gut reiten kannst. Ach so. Erstmal so rum. Uno? Hast eine Giraffe? Ey, ja! Gut gemacht. Uno? Check ein! Mit 3 sind heute schon wieder so faul. Ich geh noch laufen. Momentchen mal. Bevor du laufen gehst, räumst du dein Zeug auf. Was ist dein Zeug? Dein gestrichenen Raum. Das will ich nach dem Laufen machen. Mhm. Ich gehe heute nicht mitlaufen. Ich habe keinen Bock. Ich bin heute so faul. Eddie, du musst wieder gesund werden. Ohne dich schaffe ich es nicht, meinen Schweinehund zu überwinden. Luna und ich essen gerade ein Eis. Neueste Trick ist nämlich, wenn die Luna einen riesigen Apfel gegessen hat, darf sie sich eine Kleinigkeit zu nascheln aussuchen. Pädagogisch natürlich wieder höchst wertvoll, aber klappt ganz gut, dass sie immer einen kompletten Apfel aufisst. Und vorhin hat sie ja schon Himmeln genascht, da kann man ja wohl auch mal so ein kleines Eislein essen. Stimmt, Lu? Mhm. Lecker. Was ist das für ein Eis? Erdbeer. Mhm. Und ein bisschen Tablet guckst du? Schon wieder der Bibi und Gina. Da wird's wieder die Luna, was die Musik hört am Tag, die hört mehr Musik wie der Flo. Und der braucht schon zu allem Musik, zu allem. Ein Huhn ist ausgebüxt von den Nachbarn. Hoffentlich haut's nicht ab, hoffentlich fällt's nicht runter den steilen Berg. Hm? Mhm. Mhm. Also dann können wir weiterfahren, hm? Kikeriki macht außerdem, und das ist der Gockelhahn. Eine Henne macht nur kok, 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 kok. Kok, 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 kok. Psst. Warum denn wir leise reden? Ja, du musst doch hier nicht so rumbrüllen, oder? Ja, du kleine Pfeiferin. Pass auf, da ist gleich ein Matscheloch auf dein Spielblatt. Na? Gar nicht so viel los, wie ich dachte bei dem guten Wetter hier am Spielplatz. Lunas Lieblingsplatz zurzeit, der Spielplatz. Stimmt's? Und Feuer! Huhu.
Ja, ganz langsam. So, wir sind wieder am Spielplatz. Lunas Lieblingsplatz zurzeit. Ist echt wenig los. Ich dachte, da ist jetzt voll viel los, weil irgendwie alle so, yeah, geil, die Sonne. Aber ich glaube, die Menschheit neigt doch dazu, irgendwie eher ein Stubenhocker zu werden. Und ich finde schon, dass wir mit Luna manchmal relativ viel Stuben hocken. Aber so einmal am Tag die Kinder lüften, ein bisschen frische Luft einmal am Tag, finde ich, muss schon sein. Und deswegen, Flo sitzt joggen und wir sind am Spielplatz. Noch ein bisschen nach hinten rutschen. Soll ich dir helfen? Ja, halt dich schön fest. Hab dich ganz schön schief angeschiebt. Angeschiebt, angeschoben. Ich rede schon so wie du. Ja, Gott sei Dank kannst du ganz voll gut klettern. Mhm. Und jetzt volle Wumme. Ach Gott, so rum. Du bist ja verrückt. So, vom Spielplatz heimgekommen und gleich sind wir hoch ins Bad, weil ich unbedingt duschen wollte. Also meine Haare hatten es bitter notwendig. Und unter der Dusche ist mir jetzt eine Idee gekommen. Ultra viele Leute schreiben mich zurzeit auf Instagram an, wenn ich immer diese Masken poste. Steffi, kannst du mal deine Pflegeprodukte zeigen? Mit was duschst du dich denn? Oder was ist denn dein Shampoo? Und so weiter und so fort. Werde ich euch mal ganz kurz zeigen, was so meine Basics sind. Also ich sag's gleich vorweg. Ich bin kein Kosmetikguru. Ich bin kein Körperpflegeprodukteguru. Ich bin einfach nur ich. Und diese Sachen werden von mir im Alltag verwendet. Ja, als Shampoo habe ich bis jetzt Aussi verwendet, dieses Miracle Moist, weil ich finde, dass es einfach nach Einhornpups riecht. Also es riecht total lecker und es hat meine Haare auch wirklich unwahrscheinlich toll gepflegt. Aber Samstag in einer Woche habe ich ja den Termin für meine Haarverdichtung und die liebe Christine hat mir da jetzt schon ein Shampoo empfohlen, was sie all ihren Mädels empfiehlt. Und da verlasse ich mich natürlich auf ihren Rat und habe mir das gleich geholt. Ein Riesenbottle, Bad Head heißt es. Tiggy, das steht in so unverschämt vielen Sprachen drauf. Es ist auf jeden Fall ein Shampoo und als Beschreibung für das Shampoo steht, einzig ist der erste Weg zur Besserung. Mach dir nichts vor, dein Haar braucht Hilfe, Zeit für eine Feuchtigkeitstherapie. Gib deinem kraftlosen, brüchigen Haar mit diesem feuchtigkeitsspendenden Shampoo neuen Schwung. Noch nie war ein Comeback so leicht. Und es war so ein Zweierpack, deswegen war ich nach dem Augenarzt auch bei Real, weil sie eben gesagt hat, das gibt's bei Real. Und das ist jetzt eine riesen Bottle Shampoo und auch Conditioner, weil ich dann quasi mit der Haarverdichtung immer noch ein bisschen mehr auf meine Haarpflege achten muss. Also ich muss da dann schon immer Haarkuren beziehungsweise halt beim Duschen oder beim Haarewaschen auch immer Spülungen machen. Bei Duschgel bin ich eigentlich total leidenschaftslos, wenn es natürlich nach meiner Steffnase in Ordnung ist. Das hier hatte ich jetzt als Vorgänger, wie ihr aber seht, es ist zerknautscht, denn es ist leer. Dove seidig zart finde ich total lecker, weil da die Haut so lange danach riecht. Aber deswegen muss ich heute schon für den halben Körper. Von Nivea habe ich jetzt dann momentan das Winterwonne, eine Limited Edition mit Kakaobutter. Also auch ein unwahrscheinlich leckerer, so süßlich-sinnlicher Duft für die immer noch kalte Jahreszeit. Ja, anschließend kommt natürlich dann nach Baden und Duschen meine Bodylotion drauf. Und da habe ich die hellblaue von Nivea, kennt ihr ja auch alle aus meinen DM-Hauls. Und die liebe ich von der Pflege, die liebe ich vom Geruch. Also ja, das ist so ein absoluter Steff-Geruch, absolutes Steff-Basic. Da lasse ich auch nichts mehr anderes an meine Haut, weil entweder pflegen sie mich nicht richtig oder sie stinken halt für meine Nase. Dann kommen wir zu den Masken. Und zwar ist das einmal von Unique. Ich hoffe, das sieht man jetzt mit der Legria. Unique Royalty Brightening Mask. Also das ist diese goldene.
die so, naja, aufpolsternd ist gegen Falten und so. Und ich liebe die. Die britzelt und brutzelt und frutzelt und mutzelt. Also die kann ich euch nur empfehlen. Gibt's unter anderem bei meiner Lisa. Ich kann ja nochmal ihre Seite verlinken. Dann könnt ihr sie mal anschreiben. Die hilft euch da gerne weiter. Und das ist Unique Royalty, diese Detoxing-Maske, also diese schwarze Maske mit Aktivkohle. Und die mache ich immer abwechselnd. Also einen Sonntag die, den anderen Sonntag die oder halt Wochenende, wenn ich jetzt Sonntag nicht dran denke. Und wenn ich dann immer noch nicht genug habe, habe ich von Charlotte Manson eine Age Control Overnight Beauty Maske. Die mache ich aber total selten. Muss ich jetzt aber wieder anfangen, weil die ist auch total mega cool. Die macht ihr euch drauf als Maske, zum Beispiel abends um 9 auf dem Sofa und könnt aber dann so in euer Bett gehen. Also entweder ihr schmiert es dann halt in euer Kissen oder eure Haut braucht so viel. Gibt es in Parfümerien oder eben auch online. Die kann ich euch auch nur empfehlen. Also das sind so meine Maskenbasics, die ich habe. Ansonsten reinige ich früh und abend mein Gesicht mit der Clinique Reinigungsbürste, also mit so einer Schallreinigungsbürste. Auch da gibt es verschiedene Aufsätze und auch da habe ich momentan diesen Aktivkohleaufsatz drauf, also diesen schwarzen. Und mache ich mir dann meinen Gesichtsschaum drauf. Auch da bin ich jetzt noch ein bisschen so am Rumprobieren. Da hatte ich auch einen von Charlotte Manson. Jetzt hatte ich aber auch mal den von Balea. Der ist jetzt aber auch leer. Dann habe ich euch ja gezeigt im letzten DM-Haul, dass ich da jetzt einen so mit Backpulver irgendwie gekauft habe. Ich zeige ihn euch mal ganz kurz. Kramme ich ihn mal schnell raus. Biore. Free Your Pores, da habe ich mich drauf reinfallen lassen für 5 Euro. Ich bin gespannt. Ist auch so ein Schaum. Wird in den nächsten Tagen auf jeden Fall seinen Einsatz finden, weil der andere leer ist. Ja, zum Abschminken verwende ich dann halt das Micellenreinigungswasser von Garnier. Auch das habe ich euch schon in diversen DM-Hauls gezeigt. Habe ich in diesem Maxi-Format. Bei denen finde ich cool, dass es die auch immer in diesem Mini-Format gibt, weil wir ja doch immer unterwegs sind. Und halt Wattepads, ganz klar. Und dann hatte ich eigentlich, und ihr wisst, dass es eigentlich voll das Steff-Basic ist, diese Micellenreinigungstücher von Balea und war auch wirklich immer mit denen zufrieden. Und als Lisa letztens mit uns im Saarland war, hat sie schon gesagt, Steffi, deine Haut hat sich ultra gut verbessert, aber ich glaube, dass du noch reinere Haut bekommen könntest, außer jetzt diese Pickelchen hier, wenn du wirklich ganz sanft dein Gesicht reinigst. Also abschminken habe ich mir jetzt bei Annas Provin-Abend letzte Woche Samstag 10 so kleine Mikrofaser-Abschminkläppchen gekauft oder bestellt. Gekauft habe ich sie noch nicht, ich muss Anna noch das Geld geben. Die man einfach mit klarem Wasser, also ich schmink mich dann wirklich nur mit denen ab und dann kommen die einfach bei mir in die Waschmaschine. Schont die Umwelt und anscheinend wohl auch meine Poren. Ich bin gespannt, ob wirklich dann mein Hautbild noch besser deswegen wird. Ja, Gesichtspflege. Habe ich mir ja jetzt ganz neu mitgenommen, diesen Judith Williams, das straffende Gesichtsserum. Aber ich habe normalerweise immer jetzt die ganze Zeit gehabt von L'Oreal, das Revitalift Laser X3. Und zwar verwende ich da nur die Serien. Also meine Tagescreme ist ein Serum, weil mir die ganzen Anti-Aging-Tagescremes, die ich schon irgendwie verwenden möchte, weil ich bin ja doch schon 33. Und irgendwann muss man auch mal anfangen, wenn man keine Faltentussi sein will. Und ein bisschen so Denkerfalten habe ich euch ja schon gezeigt, habe ich ja auch. Die sind mir aber zu reichhaltig, diese ganzen Anti-Agees. Also diese richtigen Pflegeserien, da kriege ich immer gleich so unreine Haut und Mitesser. Deswegen reicht mir eigentlich auch immer so ein Serum. Genau. Ansonsten Deo ist ja auch ein Basic. Da habe ich immer das von Dove, das wisst ihr ja. Da nehme ich auch nichts anderes. Und Parfum habe ich verschiedene. Zum einen, aber die sind schon fast alle jetzt leer, Armani Code. Ich denke, das kennt jeder. Ich bin voll der Bulgari Parfum-Fan. Da habe ich ein Omnia. Da hat mir aber Flo die falsche Sorte gekauft. Eigentlich habe ich immer nur das Omnia Kristallin. Und das ist irgendwie fast so ein bisschen Rose Gold. Da hat er falsch gegriffen, aber es riecht auch sehr lecker. Allerdings auch bald leer. Von meinem Bruder und Ali und der Familie mal zum Geburtstag bekommen. Auch ganz fein von Narciso Rodriguez, das For Her. Das ist auch richtig lecker. Und mehr habe ich zurzeit gar nicht. Last but not least von Dolce & Gabbana, The One. Auch ein mega leckerer Duft. Also bei Düften stehe ich schon auch auf so sinnliche Sachen und nicht auf so frische Sachen. Und das waren eigentlich so die Steff-Basics. Interessiert euch meine Badezimmerschublade? Dann könnt ihr euch ja mal in den Kommentaren melden. Wenn ihr wollt, kann ich die dann einfach mal Step by Step, was habe ich da überhaupt drinnen, was gehört so in mein Bimbamborium. Es ist etwas sehr Persönliches, was ich euch da zeige, finde ich.
Aber wenn ihr da Bock drauf hättet, gerne schreibt es mir in die Kommentare, soll ich euch mal meine Schminkschublade zeigen. Ja, wir schreiben gerade mit meiner Mama, morgen ist ja Valentinstag und die Valentinsoma und Opi laden zum Essen ein. Wir gehen morgen auf Papa. Wir gehen morgen, alle essen. Karpfen essen, fränkischen Spiegelkarpfen. Wer es kennt, weiß, wovon ich spreche. Ein Gedicht. Wer es nicht kennt, soll das auf jeden Fall kennenlernen. Genau. Und sogar Flo bricht quasi sein Almased-Fasten, wenn der Opa Wolfgang schon zum Valentinstagsabendessen einlädt. Und mal schauen, was er sich dann reinzimmert. Vielleicht ja auch nur ein Salätchen. Gibt es da auch sehr fein in dem Restaurant. Genau, freue ich mich jetzt voll. Cooli Muli. Ich hole dann Flo nach der Arbeit schnell ab. Die Lu bleibt länger bei meinen Eltern. Die nehmen die dann gleich mit ins Restaurant. Das heißt, der Flo kann nach der Arbeit in aller Ruhe noch joggen gehen und seine Kalorien abtrainieren, die er dann morgen wieder auffuttert. Und ich futter einfach nur Kalorien auf. Wollen wir noch was spielen, du Süße? Ja. Was denn? Was spielen. Was willst du denn spielen? Flo hat sich übrigens riesig über das Feedback gefreut, als er ein bisschen gevloggt hat. Damit hat er nicht gerechnet und ich auch nicht, dass ihr so heiß auf Flo seid, aber wer ist es nicht? Und meine Follower, danke meine Follower. Wenn ihr also mehr von Flo sehen wollt, kommentiert in die Kommentare. Oder Hashtag mehr Flo. Genau. Und wenn wir 100 Kommentare oder 100 Hashtags mehr von Flo zusammenbekommen, vloggt der Flo im nächsten Vlog wieder kräftig mit. Herzlich willkommen in Lunas Kochstudio. Heute gibt es Butter. Ach, was gibt es denn heute? Kartoffelbrei. Genau, und den machen wir selber, aber wir sind kein Team Packung, wir sind Team Frischkochen. Das geht nämlich auch sehr schnell. Und zwar brauchen wir erstmal in die Kartoffeln, am besten mehlig kochende Kartoffeln, ein bisschen Salz. So? Mhm. Oh. Dann kommt als nächstes Butter. Butter. Ich will sie rein. Ja, darfst du die, das andere Stück. Das große Stück. Geht's? Jawohl. Schmeiß rein. Beide. Ach du guter Gott, na, der wird ja heute butterig. So, naja, gut, dann brauchen wir auf jeden Fall fürs Wochenende Butter. Was machst denn du? Die kommt doch in den Kartoffelbrei rein. Du bist der alte Frechdachser. Ich hab nur noch mal probiert. So, wenn die Butter ein bisschen geschmolzen ist, kommt jetzt der Mixi zum... Ja, warte. Nein! Was? Na komm, das schaffst du schon. Nein! Wir haben zusammen, okay? So, dann rührt man ein bisschen rum. Ihr rührt ein bisschen rum und jetzt kommt schon ein bisschen Milch mit rein. Bui. Und wieder an. Schön rühren und weiter Milch. Manchmal spritzt ein bisschen, das gehört aber dazu. Turbo! Hilfe, jetzt darfst du. Ja! Am besten die Stäbe abschlecken. So, aber pass auf, es ist noch ein bisschen heiß. Heiß! Und mit diesem abschleckenden Kind und mit unserem Kartoffelbrei-Rezept sagen wir beide Tschüss für heute. Wir hoffen, der Vlog heute hat euch gefallen und ihr kommt beim nächsten Video auch wieder mit rein. Und bis dahin sagen wir wie immer Tschüssi, bis zum nächsten Mal. Lecker Kartoffelbrei.